Topfgucker TV empfiehlt. Mein Name ist Falk Heinrich vom Restaurant Villa Escher in Chemnitz. Ich bin hier Gastgeber seit 23 Jahren. Freue mich, dass heute das Team vom Topfgucker bei uns hier zu Gast ist. Ihr findet uns in Chemnitz. Im Stadtpark hochläuft, hat man am damaligen Randgebiet von Chemnitz eine Villa erbaut, von Henry van der Velde designt. Das ist ja ein bedeutender Jugendstilarchitekt, der Herbert Eugen Esche war der Auftraggeber. Herbert Eugen Esche war ein bekannter Textilfabrikant. Also manche kennen es vielleicht, S-Damoden, heißt also Esches Damenstrümpfe. Und der hat sozusagen diese Villa gebaut. Wir haben einen wunderschönen Park hier rundherum, eine tolle Terrasse draußen. Und hier dürfen wir, oder ich seit mittlerweile 23 Jahren, kulinarisch tätig sein, versuchen in Chemnitz eine gute Gastronomie zu machen. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir authentisch arbeiten, dass wir uns nicht nur auf die Region spezialisieren, dass wir aber trotzdem sagen, okay, alles, was hier besonders gut ist oder was wir schätzen, wollen wir auch mit einbinden. Und trotzdem ist für uns die weite Welt in Form von gewissen Produkten, die ihr alle kennt, wie Jakobsmuscheln oder Kaisergranat, natürlich trotzdem sehr interessant. Und das wollen auch unsere Gäste, die kommen zu uns, weil sie diese Mischung mögen. Und genau das ist auch die Art und Weise, wie wir kochen. Also wir kochen relativ einfach aus meiner Sicht, auch wenn das manche vielleicht immer anders sehen. Aber ich denke, wir kochen einfach, aber wir wollen geschmacksstark kochen. Und wir wollen, wenn ihr unseren Teller gegessen habt, dass ihr erst dann eigentlich sagt, okay, jetzt verstehe ich das. Und wenn wir das schaffen, dass ihr begeistert seid, dann sind wir natürlich sehr glücklich. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.